So Leute, weiter geht's mit dem Thema Multiroom Audio, also das die Musik in allen Räumen. Wir hier bei Smartest Home haben euch schon eine ganze Menge vorgestellt in dem Bereich. Ich glaube, wir sind jetzt bei über 100 Beiträgen, was das Thema Hausbau anbelangt. Bei uns geht es immer um smarten Hausbau, das heißt also die Vernetzung aller Bereiche. Und heute haben wir uns vorgenommen, euch Lautsprecher zu zeigen, wie man die verschiedenen Lautsprecher anordnen kann. Und ich glaube, heute geht es darum, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, Lautsprecher unsichtbar zu platzieren oder in den Bereichen dann, wo es attraktiv sein soll, wo es zum Ambiente des Raumes passen soll, dass man die da wirklich gezielt einsetzt. Ihr könnt ja mal schauen, das Thema Audio ist jetzt bei uns recht jung, recht neu. Ansonsten beschäftigen wir uns mit dem Thema Licht, Beleuchtung. Wir beschäftigen uns viel mit Heizung, Lüftung. Also ihr wollt ja Komfort und ihr wollt ja auch gutes Klima in den Räumen haben. Und ich möchte euch nochmal bitten, an dieser Stelle, bevor wir jetzt einsteigen, ich muss mich gleich umziehen, dass wir in einigen Bereichen nicht sofort in die Tiefe gehen können. Ne? Es gibt ja von euch dann immer Kommentare, ja, wir wünschen uns da mehr Tiefgang. Das bekommt ihr alles, habt einfach Geduld. Ne? Also auch bei dem Thema Audio. Es gibt Leute, die haben das noch nie gehört. Und dann gibt es Leute, denen ist das vollkommen geläufig. Deshalb, wir versuchen ja immer so eine Balance zu finden. Und wir machen das alles für euch, damit ihr immer mehr in das Thema vernetztes Haus, intelligentes Haus, Smart Home reinkommt. Also, jetzt steigen wir ein zum Thema Lautsprecher. So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag zum Thema Lautsprecher, Lautsprecher im Smart Home, Lautsprecher, die an einem Multiroom-System hängen. Also für euch nochmal zur Erklärung, Musik in allen Räumen haben wir uns jetzt schon ein bisschen beschäftigt oder ziemlich beschäftigt. Und wir sitzen jetzt in einem Wohnzimmer, was zu einem TV-Zimmer. TV-Zimmer, was auch zum Musikhören gedacht ist. Ne? Ja. Und hier in diesem Haus ist sowieso in jedem Raum ist Musik. Also in dem Fall war es jetzt so, wir haben Stereo-Lautsprecher an der Wand, links und rechts vom Fernseher. Und einfach der Klang von dem Fernseher nicht so besonders war. Deswegen haben wir uns gedacht, hier... Ist kein guter Fernseher, oder? Doch. Ja, der Fernseher ist schon gut, aber das Problem, die Fernseher können wir mal herkommen. Die waren immer schmaler, weil sie sollen ja nicht auffallen. Haben wir zwar jetzt hier noch ein bisschen eleganter gelöst, dass er gar nicht auffällt. Aber die Tiefe vom Fernseher ist immer ein Problem für den Klang. Deswegen haben wir jetzt uns hier entschieden, dass an der Wand Lautsprecher hängen, die einfach den Ton vom TV wiedergeben. Und, du hast es ja vorhin ja schon schön gesagt, wir haben ein Multiroom-System. Wir können hier eigentlich auch alle anderen Quellen im Haus, die wir zur Verfügung haben, abspielen. Genau. So, und jetzt hast du hier, wir haben jetzt hier, das ist ein Stereo-System, ne? Das ist ein Stereo-System. Jetzt läuft hier der Fernseher, ne? Genau. Und wenn ich jetzt aber meine normale Musik, die ich jetzt über das Multiroom-System abspielen will, wie mache ich das? Genau. Also in dem Fall sind das jetzt Aktivlautsprecher für das Multiroom-System. Alto heißen die, das heißt, die haben eigentlich den Verstärker schon mit drinnen. Und es ist so, hinterm Fernseher sitzt eine kleine Büchse, die quasi den Ton vom Fernseher aufnimmt, in das Multiroom-System einspielt. Das heißt im Endeffekt auch, ich verpasse kein Fußball-Event mehr, wenn das Tor fällt in der Küche, wenn ich mal kurz am Kühlschrank was zu erfrischen hole, kann ich der Ton mitnehmen. Und habe es jetzt im Endeffekt hier eben auf die Zone TV-Zimmer gelegt und habe dann hier den Ton auf die Lautsprecher. Also das heißt, man geht trotzdem auf die Toilette, oder? Wenn das Tor fällt. Zum Beispiel, ja genau. Wir haben jetzt hier, ja, das sind so lilane Abdeckungen bei den Lautsprechern, ne? Sie sind nicht nur lila, sie sind eigentlich farblich zur Tapete abgestimmt. Genau. Und das Gehäuse ist dann passend zu die Schalter. Wenn ich aber jetzt davon abhalten, wenn ich jetzt blaue oder grüne Wände habe, das sind ja jetzt... Textiltapete, ne? Das ist Textiltapete, genau. Würde mich abhalten davon, jetzt da diese Lehne an den Dinger an die Wand zu machen. Ja. Und lässt sich es anpassen. Genau, also da ist es auch so anpasst, das Lila zum Lilanen. Es gibt aber noch viele andere Farben mehr. Gut. So Leute, wir haben ja viel im Haus automatisiert. Vieles fangen wir ab, regeln wir über Szenen, über Logiken. Und wir haben jetzt hier einen Fernseher in dem Raum, ne? Kennt ihr vielleicht auch so. Da ist es natürlich gut, wenn man den Fernseher versteckt. Und wie kann ich den Fernseher verstecken? Indem ich ihn einfach absenke. Und das Ganze machen wir mit einer klassischen Fernbedienung.
Das könnt ihr vielleicht auch als Lösung andenken, indem man den Fernseher ja einfach dahin verstaut, wo er hingehört, in eine Kiste. Hier ist es in die ganze Gebäudearchitektur eingebunden und ja, der Fernseher ist einfach dann nicht mehr da. Und man sieht auch von außen überhaupt nicht, dass es sich um einen Fernseher hier handelt, dass hier ein Fernseher drin ist. Geht ein bisschen langsam, ne? Aber gut. So, Klappe zu. Ja, und hier ist die Fernbedienung dazu. Auch eine Lösung, die man natürlich bauen kann. Ne? Wir haben jetzt hier einen Kasten gebaut, wo der Fernseher drin verschwindet. Und was man dazu sagen muss, das Ganze ist natürlich auch an die KNX-Anlage angeschlossen. Ja, wir sind hier im Wohnzimmer. Ich finde, die sehen ganz interessant aus, ne? Also es gibt ja bestimmt von uns Zuschauer, die sie kennen. Kann ich die jetzt in mein Multiroom-System mit einbinden? Ja genau, es sind jetzt eigentlich Aktivlautsprecher. Und da gibt es wieder extra ein Ausgangsmodul, wo man dann eben die Lautsprecher in das Multiroom-System mit aufnehmen können. Genau. Und das gleiche haben wir jetzt eigentlich oben an der Decke. Deckenlautsprecher. Aber was muss das echt sein, dass ich jetzt Standlautsprecher und Deckenlautsprecher habe? Würdest du das empfehlen? Für Heimkino ja. Für Küche, Esszimmer ist es ganz praktisch, da steht nichts im Weg. Und wenn man da noch ein bisschen stereoaffin ist, dann kann man sich ein schönes Stereo-Perle herstellen. Dann kann man alles im Multiroom einbinden. Okay. Die sehen ja ganz ansehnlich aus, ne? Ja, die gibt es jetzt auch in unterschiedliche Versionen. Also da einfach. Also was ich jetzt gelernt habe, ist, ich kann Deckenlautsprecher, Standlautsprecher, Wandlautsprecher kombinieren und in meinem Multiroom-System einbinden. Alle Arten von Lautsprecher können wir eigentlich verwenden. So Leute, das waren Lautsprecher, die ihr in eurem Zuhause, es könnte ja auch eine Wohnung sein, ne? Ja, Wohnung, Mietobjekt. Genau, einbinden könnt. Das waren Standlautsprecher. Deckenlautsprecher, Wandlautsprecher. Die fand ich ziemlich cool. Ja, optisch. Genau. Highlight. Ja. Wenn euch das Ganze Spaß gemacht hat, dann freuen wir uns auf einen Daumen. Die Glocke nicht vergessen. Das hätte ich jetzt vergessen. Da gibt es wieder Ärger. Bis zum nächsten Mal. Ärger wollen wir nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.